Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid hier in der Apokalypse mit der bärtigen Jorle. Hallo. Hi. Ja, wir haben ein Problem. Ja. Uns geht's nicht ganz so gut. Also, bandagiert sind wir schon mal. Ich habe noch 3 Stofffetzen, um zu wechseln. Ich habe noch genug, das ist nicht das Problem. Oh, verdreckt. Gerade in diesem Moment. Ja, bei mir übrigens auch. Ich habe es auch gerade gewechselt. Ja, ich bin infiziert, du bist infiziert, dir geht sogar ziemlich unwohl. Also wir haben jetzt gesagt, scheiß auf die blöde Säge, wir haben sie letztens nicht gefunden. Wir müssen uns jetzt aufmachen zu einem Krankenhaus oder sowas. Ja, werden wir es überleben? Die Stadt wiederfinden. Ich befürchte hart, nein. Ja. Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken. Wir müssen nach Hause, Minjas. Ja, ich glaube, hier kommen wir doch, da oben geht's raus. Du warst okay. Da ist noch jemand im Weg. Oh nee, auch noch so ein Hubert hier. Pam! Stirb! Stirb einfach! Gerne, hau ab! Leg dich hin! Boah, der ist auch. Der Alter. Ist auch. Der ist echt zäh. Jetzt. Okay. Warte mal, hier ist noch ein Container. Ganz kleinen Moment mal. Da würde ich ganz gerne gucken, ob wir die Wand aufkriegen. Nee. Ist es auf? Nee. Hier zu? Nee. Leider nicht. Okay, warte mal, wir können ja, ich überlege gerade, eine Hose. Ja, lass die scheiß Hose da jetzt. Ich will nur eine in Stofffetzen zerreißen. Achso, ich kann dir auch welche hinlegen. Nee, ich hab schon, das passt schon. Oh, ich hab kaum noch Energie, gell? Ich hab so ein Fitzel Energie noch. Jolle, ich glaube, ich werde bald dahin scheiden. Quatsch doch jetzt nicht. Komm, wir rennen hier runter. Quatsch nicht. Wir sind, glaube ich, ziemlich nord... Wir haben Durst. Also bist du hinter mir? Durst habe ich jetzt nicht. Ja. Oh, ich bin beladen. Wieso bin ich denn schwer beladen? Pack raus, was du nicht brauchst. Ach, dieses scheiß Reisig hier. Komm, hau weg. Okay. Soll ich nochmal gucken wegen Essen? Achso, meinst du, wir finden was? Nahrung was? Suchen. Oh, nein. Oh, nein. 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 Geh weg von mir. Schlag mich tot. Echt mach jetzt? Dich breit. Ja. Ich glaube, du belegst 3 Tage. Jetzt. Schlag mich tot, Jolles, nein! Ey, was bist du denn? Du warst mal so hübsch! Ja, das hau ab. Ich hab 24 Zombies getötet. Ja, jetzt drauf! Sag mal, du willst aber auch einfach nicht sterben! Leertasse, nimm die Leertasse, ja. Oh Mann. Wenigstens warst du es, die mich getötet hat. Nimm mal deine Axt mit, ne? Oh ja. Gott, du hast ja, was hast du noch alles hier? Ich hab alles. Aber ich war ein Zombie. Ja, gerade habe ich es noch gesagt. Ich wollte nicht sterben. Du hast Chips bei. Wieso gibst du mir denn nicht die Chips? Ich hatte so einen Hunger. Echt? Hatte Chips dabei? Oh. Ich hatte selber auch Hunger. Ja, aber jetzt kannst du die Chips essen. Ist von mir. Ich schmecke ganz gut. Minjas Mongo-Schlüssel. Ich nehme es mal mit, ne? So, ich muss mal ganz kurz. Ich muss jetzt. Hose. Komm jetzt ins Hauptmenü. Das ist bei dem Spiel so, wenn man stirbt. Mehr Spieler, Hitzo, verbinden. Oh, warte mal, eine Hose kann ich anlassen. Ja, da geht ein weiterer, ich muss wieder einen Charakter erstellen. Versuchst du, unser Haus wiederzufinden? Ja, ich probier's gleich mal. Ich bin noch überladen, ich mach mal gerade Inventarmanagement hier. Okay. Dass ich das soweit hinkrieg. Die Hose wieder anziehen. Ich habe 2 Äxte jetzt. Minjas macht doch nicht so eine Sache. Nimm die bessere mit. Guck auf die, Nimm beide mit. Nein, die eine kannst du schon da lassen. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt als, ich glaube, ich mache trotzdem wieder den Holzfäller. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Das hat mir zwar nichts genutzt, aber ich gehe als Holzfäller. Das ist die Endzeit. 42 Stofffetzen. Na, jetzt wird's aber auch, ein bisschen übertrieben hier. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. Nee, wirklich nicht. Ich lasse mal den Anfang laufen, dann sehen die Leute auch, was am Anfang passiert. Das haben wir ja von Anfang an nicht gezeigt. So bist das du stimmt. gestorben. Genau, so bin ich gestorben, habt ihr gerade mitbekommen. Ich bin gestorben. Der Tod des Minjas. Wasserflaschen, komm, die packe ich jetzt auch mal hier rein. Oh Mann, ich schaff's nie zurück, ne? Es ist mitten in der Nacht. Oh, verdreckte Bandage. Jetzt auch noch. Hier gibt's ja nie. Oh. Ich bin wieder im Safehaus. Ah, hier liegen noch die Bausteine. Schmutziger Stofffetzen. So, wo sind wir lang gelaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin okay. Hey, meine Wunde ist verheilt. Du warst gut. Ich bin auch okay. Nein. Da
Das ist gut. Wir haben jetzt 3.30 Uhr, 3.40 Uhr, ne? 3 Uhr, ja, 3.40 Uhr. Jetzt warte, probier du mal zurückzufinden. Es könnte ja sein, dass du auch noch stirbst. Ne, du bist okay. Wie geht's mit deiner Energie? Ja, also mir geht's super. Also, ich kann mich nicht beklagen. Okay. Ein bisschen was muss ich noch rüberpacken. Hier, Stoffhetzen. Guck mal, ob wir irgendwas zurückgelassen haben in der Hütte. Ich brauche eine Waffe. Zap, 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 zap. Wir suchen mal unsere Hütte. Ich weiß ja noch, wo das war. Nee. Irgendwo in Richtung Norden sind wir gelaufen, oder? Meine ich. Mhm, ja, das auf jeden Fall. So, ihr Lieben. Wieder ausgerüstet. Ich muss trotzdem jetzt nach Nahrung suchen. Ach nee, du hattest ja Chips. Ja. Wo sind die? Nimm die Nahrung. Na, Essen. Rein damit. Oh, Gott sei Dank. Minias, du hast mir geholfen. Ja, mein Tod war nicht umsonst. Richtig. Obwohl ich immer noch hungrig bin, ne? Ich habe die ganzen Chips gefressen. Mann, ey. Ich suche jetzt hier im Wald nach Nahrung. Bären oder so. Vielleicht finden wir ja was. Nee. Hier komme ich nicht rein. Gehen wir mal an andere Stelle. Baumfell Nahrung suchen. Haben wir irgendwas gefunden? Feuerzeug. Mann, was du nicht alles dabei hattest. Bin gut. Oh, Tischlein für Anfänger habe ich gerade gefunden. Und ein Buch, das ist gegen Langeweile. Oh, ich habe Beeren gefunden. So, super. Ist mal die Landwirtschaft Hälfte. Für. Was? Für Meister. Eine Zeitung. Okay, ich loote mal und versuche mal unser. Oh, hier gibt's Nahrung so viel. Speiseeis, das verschmilzt. Oh, ich habe richtig gute Beeren hier, Minions. Ich nehme jetzt das Nudelholz mit. Und was ist das jetzt hier? Hungrig? Ich bin halt unglücklich. Du bist gestorben und... Ja, natürlich bin ich unglücklich über den Tod. Also du musst unglücklich sein. Konserve mit Pilzsuppe. 2 Stück sogar. Ich habe Steine gefunden. Nahrung suchen. Wir suchen weiter nach Nahrung. Jetzt habe ich auch noch Durst. Oh Gott, ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Versuch die Basis zu finden, weil entweder stirbst du jetzt und kommst in der gleichen... Ja. Im gleichen Bereich raus. Oder du schaffst es. Komm, gib mir noch... Einen Schulranzen! Yay! Auf dem Rücken tragen. Geil. Was habe ich da jetzt eingesammelt? Kann ich dann eigentlich die Dings... Deine, ich habe nichts gefunden. Verflixt. Das Nudelholz beidseitig? Nee. Wir hauen jetzt hier ab. Oh, so, ich versuch unsere Tür wiederzufinden. Ah, ich sehe es schon. Oh, ist hier eine Riesengruppe. Eine Riesengruppe auf der Straße. Ich versuche also, zu umgehen. Das Gebäude ist richtig, richtig gut, aber hat auch jede Menge Zombies, wie mir scheint. Okay, also ich habe das. Ich habe unser Haus wieder gefunden übrigens. Das ist super. Also das ist nicht weit vom Spawn weg. Das ist eigentlich Richtung Norden. Oh Gott, hier ist eine Riesengruppe. Lauf, Kerle, lauf, lauf. Also wenn du stirbst, schindest du es ohne Problem wieder eigentlich. Ja, aber unser Loot, weißt du, das ist doch richtig. Ja, gut, ja, da kann man nicht. Ah, oh, kann ich trinken. Lauf, 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 lauf. Wir haben immer noch keine Säge, gell? Nein! Nothing. 6.40 Uhr. Und geht's halt endlich ich nichts. Ah, oh, ich bin ausgepowert. Etwas unwohl. Zweiter Eingang runter. Das ist nicht. Achso, okay. Konserve. Was? Geringfügig verletzt, erste Hilfe benötigt. Wieso bin ich denn jetzt auf einmal verletzt? Mir ging's doch gerade gut. Das wird zu Ende gehen. Ja, aber... Je, was? Es geht jetzt wirklich runter. Moderate Verletzung. Ich verstehe es gerade nicht. Hast du irgendwie... Hast du eine Verletzung? Kannst du mal gucken? Nein, ich habe überhaupt keine Verletzung. Ich habe einfach nur... Mir steht moderate Verletzung, aber an keinem Körperteil. Und ich wurde auch nicht angegriffen. Echt schwer beladen. Wieso das denn? Bin ich doch gar nicht. Doch alles gut. Bin ja, es ist schwere Verletzung. Mir geht's... ich werde sterben. Panisch. Ich gehe rauf. Ich gehe drauf. Das kann gut passieren, ja. Scheiße! Das war so eine tolle Idee.
kritische Verletzung. Ja, warum auch immer. Hier ist jemand vor der Tür, der will rein. Bin gestolpert oder so, hab mir einen Beinbruch zugefügt. Wow! War schön mit dir. Wieso bist du jetzt auch verletzt? Schalte jetzt bei Rolle ein. Wieso ist sie verletzt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hallo Jungs! Na? Aua. Kann mir auch nicht helfen. Oh. Komm her, du. Zieh dir einen. Nee. Tödliche Verletzung. Ich hab halt. Ich geh drauf. Ich liege hier an der Kreuzung. Lass mal mein Stuff hier fallen. Bleibt das liegen? Ich bin tot. Okay. Ich habe 3 Tage, 22 Stunden überlebt. Ich habe 21 Zombies getötet. Und bin dann selber zu einem geworden. Ich traue um dich. Aber du kommst zum Safehouse, das ist gar nicht so schlecht. Ja, aber das ganze Stuff liegt jetzt da. Ist doch egal. Wir finden auch wieder neuen. So, ich verarsche jetzt Zombies, ich hab's abgehängt. Ich weiß jetzt aber wirklich partout nicht, warum. Ich war okay, ne? Ich war nicht verletzt, gar nichts, dann bin ich gelaufen. Ich denk mal durch die Infizierung, also ist mir auch passiert, also jetzt ja hier live und aber auch schon mal in einem Testspiel. Ich kann. Also, dass die Infizierung dann trotzdem noch irgendwann die Oberhand gewinnt, obwohl es nicht mehr dasteht, ne? Man war halt irgendwann infiziert und dann. Möglich. Ich hab Panik. Passiert jetzt bei mir? Okay. Vom Safe House einfach nach Norden. Warte mal, ich muss erstmal. Ich bin jetzt im Menü. Mach das nochmal mit den Zombies. Mit ausgewählten Server verbinden. Hallo. 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 Jetzt sind sie wieder da. So, dann mache ich. Soll ich jetzt mal ein Weibchen machen? Ja, ne? Kannst du. As you like it. Typ. Aha. Was trage ich denn? Ah, eine Weste. Ach, jetzt könnt ihr das auch mal Bastard. Sehen. So, jetzt sehen wir so aus. Da kommt noch der Kollege, die Kollegin. Und die Hose, die machen wir. Okay, ich habe noch 3 weitere Zombies erlegt. Die haben mir einfach angeklopft, wollten hausieren, wollten ein Abo verkaufen. Soll ich mal was trinken? Das war anstrengend. Abo gegen Abo, ja, das funktioniert halt nie gut. Genau, Abo gegen Abo. Gar nicht gut. Trinken. Wir nehmen das ja hier. Kommt, Leute, wir sind fertig. Aber ich heiße bestimmt nicht Barbara. Nein. Jolle, mach mal wieder Wiesenrot. Und los geht's. Achso, was soll ich jetzt nehmen? Wieder den Wildhüter? Oder mal was anderes probieren? Können wir auch mal. Du kannst auch was anderes probieren. Ich meine, nichts davon hat gut geklappt. Vielleicht den Wachmann jetzt, der Nachteule ist, oder den Bauer, drei Landwirtschaft. Dann würdest du, ja, könnte man probieren. Oder den Arzt, namens Minjas. Ja. Komm, ich mache eine Ärztin. Sehr gut, bin ich dafür. Jetzt habe ich noch. Oh, ich habe noch +2 Punkte. Jetzt kann ich mir sogar noch was reinpacken. Einen positiven Aspekt sozusagen. Einen positiven, genau. Vorher musste ich was Negatives nehmen. Bessere Sicht bei Nacht. Ja. Schneller Leser. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig. So, ich überlege jetzt gerade. Ich bin jetzt bei der. Soll ich dir entgegenkommen? Ich mach mal hier die Katzenaugen. Bessere ja, Sicht bei Nacht. Dann siehst du nachts noch besser, genau. Ich mache jetzt erstmal Start. Das ist die Endzeit. Genau, jetzt ich komme dir entgegen. Dieses Intro für mich mal. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. Tja. Komm zu dir. Ja, und so bin ich gestorben. Boah, ist voll die Party hier. Kann man ich die vermute, Tatsache ein bisschen reduzieren? Irgendwie ich vermute, Zombie, dass ich hier bin. Ich glaube, das ist nicht gewesen. Nee, dann ist eins südlicher, das Haus. Okay, jetzt bin ich da. Okay.
Ja, bestes Tutorial, ne? Also der Anfang. Pass auf dich auf. Ja. Hey, hier liegen noch deine Spielkarten. Ein Pro-Tipp. Weiß nicht, in welchem Haus du rauskommst. Lauf mal bitte nördlich aus der Hütte raus. Ah, hier war das, genau. Hier ist der Campingplatz. Hier, glaube ich, oder? Also es ist dasselbe Haus, wo wir angefangen haben. Ja, ja, komm mal raus, bitte. Hm, bin da. Okay, da. Guten Tag. Yay, komm mit. Hier. Yeah. Sieht nicht stylisch aus. Ha. Guck mich hier mal an, wa? Jorle. Schick. Mhm. Hier irgendwo durch. Wo wohnen wir? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Warte. Ja, hier, weiter. Komm mit. Wir müssen so einen kleinen Bogen laufen. Mann, das war ja jetzt ein ganz dober Ausflug, ne? Einsatz mit X. So, hier. Genau. Ah, die Taschen sind voll, ne? Ich weiß noch, also ich habe mich extra jetzt an so eine Kreuzung gelegt, dass ich dann noch, Wir können unsere Leichen suchen, ja. Ja. So, hier ist, glaube ich... Ach, hier, da ist es doch. Ja, links. Genau. Mann, hier sind ja schon ganz schön viele tot. Und sind da die Echse drin, ausmachen? Gell? Ja, ich habe da auch die Echse und so... Naja, wir sollten das... Komm, ich probiere mich mal zu finden. Nein. Ohne Waffe doch nicht losziehen. Ja, das ist total blöd. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Hier muss doch irgendwo eine Waffe sein. Hier ist ein Baseballschläger noch drin. Guck mal, in der Kiste. Oder warte mal, ich gebe dir das Nudelholz, das passt besser. Okay, mal Spaß. Oder eine Gabel, Baseball. Nimm die Pfanne. Die Pfanne. Aber du kannst, ich leg dir meine Keule hin, mein Nudelholz. Ich benutze jetzt hier Baseballschläger. Baseballschläger, okay. Jetzt hab ich's. Meinst du, wir finden es wieder? Erstmal was trinken. Ja, ich hoffe. Lass uns noch was mitnehmen. Oh, da sind ja auch die Wasserflaschen, ne? Und so. Ja. Sollten wir schon mitnehmen. Und deins ist ja auch alles. Ja, hier in dem Getränkautomat habe ich die Plastiktüte abgelegt. Ja. Wenn du willst, kannst du die. Du kannst aber den Baseballschläger zweihändig ausrüsten. Also von daher. Gut, dann mach das mal. Ich sitze hier irgendwie komisch. Primär beidhändig ausrüsten. Das Problem ist, da ist auch der Dosenöffner und alles. Ne? Also, nee, Dosenöffner schon... haben wir. Also das ist nicht. Achso, ich meine, hier ist noch ein Dosenöffner. Ich nehme trotzdem mal einen mit für und eine Konserve nehme ich mit. Falls wegen Hunger und so. Aber weißt, das muss ein ganz schneller Weg gewesen sein, den wir gerannt sind. Ich weiß ja auch nicht. Na gut, dann komm. Go for it. Ich wollte die Schüssel noch füllen, so. Ach, man kann doch die Schüssel mit Wasser füllen? Ja, irgendwie schon. Vielleicht hilft das ja was. Mit Wasser. Okay, ist keine Schüssel hier, glaube ich. Ach so, auf dem Boden ausgießen. Also man kann sie jetzt nicht trinken. Wahrscheinlich kann man dann, Na gut, was soll's, ich habe was zu essen. Okay. Ja, hier südlich, ne? Ja, wo sind wir denn? Nee, oder? Doch. Oh, Minias, ich habe Angst, dass wir uns nicht mehr finden. Wir müssen uns einfach hier ein bisschen einprägen. Also hier auf der Straße sind auf jeden Fall... Nee, wir sind hier... Oh, wir sind hier vorbeigelaufen, Richtung Wald. Die ganzen Zombies sind weg, also... Ja, lass uns mal hier rüberlaufen. Du bist ja Richtung Wald gestorben, ne? Ich bin jetzt den Weg zurückgelaufen, den wir gekommen sind und bin dann an der ersten Kreuzung verreckt, die da war. Nee, hier sind wir nicht lang, Minjas. Doch, komm. Wir sind hier nicht lang. Nein, wir sind hier auf keinen Fall lang, aber wir sind die Richtung stimmt, meine ich. Okay. Du bist hinter mir, ja? Wenn du mich verloren hast, sagst du Bescheid. Aber wir müssen aufpassen, ne? Wir dürfen uns jetzt nicht so ermüden. Nee, hier ist... Oh, warte, das sieht doch gut aus. Ja, ich meine mich auch. Hinter mir? Ja, da. Ich glaube, ich bin hier lang. Denn hier runter? Ja. Genau, aber da vorne südlich, liege ich. Weiter südlich. Ja, ich weiß, wo ich liege. Okay. Vorbeilaufen. Mhm, ja. Wir sind abgelenkt worden. Oh, jetzt haben sie mich aber. Hier vorne kommt jetzt hier, also an der Straße ist eine Kreuzung vorne. Und da liegt. Okay. Jetzt muss ich mich auch noch selber vermöbeln. Na, das ist ja was. Machen wir die? Können wir machen. Hinter uns kommt übrigens die ganze Horde. Oh, scheiße. Okay, weiter. Okay. Noch nicht mal Rex bei. Ich hab welche. Und du bist dir sicher, dass das hier war? Ja. Auf der Straße rennen ist wahrscheinlich nicht so ermüdend.
Ich hoffe, das war das jetzt. Das sah exakt so aus. Bitte, bitte, lass es das sein. Okay, hier sind zwei. Dann müssen wir uns eben den Vordersten, erst den Vordersten kümmern. Aufs Fressbrett hier! Du bleibst liegen da unten. Der will nicht... Oh, der will auch wieder nicht sterben hier. Stimmt. Leertaste, Leertaste. Der ist gut. Oh. Jetzt Leertaste. Leertaste. Ja, das geht auch. Was hinter dir? Hinter dir. Ich hab... Okay, Leertaste. Okay, alles klar. Weiter. Meine Lungen, warte mal, wir müssen ein bisschen langsam machen. Okay. Und mit Rechtsklick. Lauf mit Rechtsklick. Mhm. Du bist dir sicher? Ja, exakt. Das ist das. Hier ist dieses komische Feld mit diesen zwei dreckigen Dingern. Okay, pass auf. Das ist der. Da vorne bin ich verreckt. Dann lass uns am Waldrand versuchen, vorbeizukommen. Und immer so laufen. Oh, da ist ein Hund. Oh, oh. Ein bisschen weiter nördlich. Weiter nördlich. Okay, lass uns. Bleib hier stehen. Die nehmen wir jetzt hier. Wir sind abgelenkt. Gut. Das sind so Zufallsereignisse, ne? Also, es wird hier nicht wirklich geschossen, oder? Ich glaube ja. Ah, jetzt. Okay, stimmt. Alles klar. Hier können wir übrigens noch Nahrung suchen, aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Nimm mal kurz diese Hose von der Alten mit und werden mal einen Stoff. Stofffetzen. Aber ich glaube, ich habe 50 Rex da irgendwie. Also, huch! Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Huch! Holala. Ja, so. Ihr Lieben, warte. Okay. Ihr Lieben, werden wir unsere Sachen wiederfinden. Jorle glaubt, sie ist auf dem richtigen Weg. Ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren, denn wir sind am Ende einer Folge und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Bis zur nächsten Folge von Project Zomboid. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.